Hallo zusammen und willkommen zu unserem neuen Video. Und zwar hier ist euer Robert und die Sabine. Hallo. Hallo. Und wir haben etwas Großes vor. Und zwar haben wir jetzt 2 Wochen Urlaub, Ferien. Yippie. Und wir wollten nicht ins Ausland, auch wenn man teilweise könnte. Vielleicht Portugal, Italien macht, glaube ich, am Montag die Grenzen auf. Aber dort wollten wir nicht hin. Und deshalb haben wir überlegt, wir machen etwas mit unseren Motorrädern. Das passt doch in meinen Kanal und Sabine wird auch vielleicht bald einen eigenen Kanal starten. Deshalb, ja, ist es sehr passend. Und wir werden die Grand Tour of Switzerland abfahren. Und zwar die Hauptroute, die, wie ihr vielleicht wisst, 1700 Kilometer lang ist, ungefähr. Und jetzt haben wir unsere Motorräder gepackt. Die blende ich euch jetzt ein. Und das Spezielle ist wirklich eine vorgegebene Route. Man muss sich nicht daran halten, man kann natürlich, das ist aber, denke ich, das Schöne daran. Und wir werden durchfahren und Stops machen in Zürich. Wobei in Zürich, da starten wir gleich morgen. Und was wir tun werden, ist, wir werden mit dem Auto hinfahren. Da wir nur eine halbe Stunde von Zürich entfernt sind, macht es keinen Sinn mit dem Motorrad, Hotel beziehen und so. Das heißt, mit dem Auto Zürich besichtigen, vielleicht eine Stadttour. Genau, Stadttour abfahren und uns informieren lassen und so weiter, Abendessen und so und dann aber nach Hause schlafen gehen und dann am Montag früh geht es los und zwar Richtung Winterthur Schaffhausen St. Gallen. St. Gallen übernachten wir dann. Dann geht es weiter nach. Okay, sie hat gut mitgeplant. Nach St. Moritz. Ja, nach St. Moritz, dort bleiben wir auch. Eine Nacht, wie auch in St. Gallen. Das heißt, vorher schon möglichst gut ankommen, duschen, umziehen, raus, ein paar Sachen anschauen und schlafen und dann am nächsten Tag halt Morgenessen reichlich und dann geht's weiter nach. Das weißt du, Schatz? Nein, Lugano. Also ihr seht, wer die Reise hauptsächlich geplant hat, he? Und wer halt Haushaltsarbeiten noch erledigt hatte. Und das heißt Lugano, dort werden wir dann im schönen Tessin, dort werden wir dann 2 Tage bleiben, also 2 Nächte. Einfach ein bisschen Erholung, ein bisschen genießen, denn die ganze Tour könnte man in 9 Tagen abschließen, aber wir haben 2 Wochen und keinen Stress. Vor allem Sabine ist ja noch mit dem L unterwegs, sie lernt ja noch fahren, hat die Prüfung noch nicht und ist ideal. Das heißt, in der Schweiz kann sie ja überall herumfahren alleine und da hat sie dann auch genügend Praxis, denke ich, für die Prüfung dann, obwohl sie fährt ja schon sehr gut. Dann von Lugano aus fährt es, jetzt kannst du kommen, Schatz. Zermatt. Genau, Zermatt. Wird sicherlich auch sehr schön. Warst du schon mal da? Nein. Ich auch nicht, okay, schön. Aber ich glaube, es ist die teuerste Gegend, so von den Hotels her. Also Zermatt, auch wieder 2 Tage, wo wir auch entsprechend das Matterhorn sehen sollten und werden. Ganz sicher, aber das Wetter soll nicht so gut dann sein, aber lassen wir uns überraschen. Regenbekleidung braucht viel Platz, also plant es ein beim Packen. Dann weiter von Zermatt geht es nach Lausanne. Dort werden wir auch 2 Tage bleiben, weil wir die Stadt gar nicht kennen. Und das Welschland, wo halt Französisch gesprochen wird in der Schweiz, ist auch sehr schön und halt fast schon mediterran vom Klima her, angenehm warm, auch 2 Nächte. Dann geht es von Lausanne nach Neuchâtel. Dort wahrscheinlich eine Nacht, dort haben wir noch nichts gebucht. Mhm. Dann weiter nach Bern über einen schönen Umweg hoffentlich, auch wahrscheinlich eine Nacht, schauen wir dann. Und dann noch Luzern, auch eine Nacht oder 2, mal schauen. Und Zürich wieder, sprich zu Hause. Und das Besondere ist, wir werden durch Regionen fahren in der Schweiz, wo wirklich alle 4 Sprachen gesprochen werden, also nicht gleichzeitig, aber halt Deutsch, Rätoromanisch, Italienisch, Französisch und dann wieder zurück ins deutschsprachige Gebiet. Wir werden an 22 Seen vorbeifahren. Wie viele Pässe sind es? Ich glaube 5 größere Pässe. Der Furka-Pass ist der höchste mit fast 2500 Meter. Ich glaube 2408 und irgendwas. Und das sind so die spannenden Sachen. Auch das Wetter wird spannend, weil Furka-Pass hat noch Schnee oben. Aber ich hoffe, es wird mindestens 10 Grad warm. Entsprechend Thermobekleidung mitgenommen. Wärmende Handschuhe. Und wir haben halt relativ viel eingepackt, wie ihr seht bei unseren Motorrädern.
Aber so haben wir genügend. Und der Plan ist, weil wir in der Schweiz bleiben, die dreckige Wäsche und so, und falls wir noch etwas kaufen, uns nach Hause senden zu lassen per Post, vielleicht nach einer Woche, sodass wir wieder ein bisschen Luft haben beim Gepäck. Ja, schauen wir dann. Und der Plan ist wirklich, bei jedem Standort ein Video zu erstellen. Natürlich werden wir nicht nur von einer Stadt zur anderen fahren, sondern wirklich Zwischenhalte machen, womöglich. Und vielleicht sinnvoll, vor allem zeitlich müssen wir schauen und wettertechnisch. Und ein paar Sachen besichtigen und so. Wir werden euch mitnehmen, auf jeden Fall. Genau, ihr seid dabei. Darum abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst und gebt uns doch jeweils einen Daumen hoch. Ja, falls euch die Videos gefallen. Und wir freuen uns sehr auf die Reise. Ich hoffe, ihr auch. Und für die Sabine ist es die erste große Tour. Ja. Für mich nicht, aber ja, ich war schon am Nordkap alleine. Es ist aber ein anderes Thema. Und deswegen, ja, übrigens, ja gut, auf die Details gehen wir später ein. So Couponbüchlein 2 für 1 ist sehr praktisch, denken wir. Da können wir viel Geld sparen. Broschüre und so. Aber das zeigen wir, ja, nächstes Mal dann unterwegs, wenn wir uns wiedersehen. Und ja, das sagen wir doch. Bis zum Bis zum nächsten nächsten Mal. Mal. Tschüss.